Ja, Wilfried, wir hatten uns ja für heute verabredet. Die Eisheiligen sind jetzt vorbei. Und eigentlich wollten wir heute pflanzen. So, jetzt hat sich das Wetter aber ein bisschen anders entschieden und hat gerade einen Regenguss herniedergeschickt. Also haben wir uns entschieden, wir machen das heute ein bisschen geschützt und am Tisch. Wir können ja trotzdem schon vorarbeiten. Hallo, erstmal in die Runde. Es ist Mai und die richtige Arbeit in den Kleingärten, die produktive Arbeit, die beginnt jetzt. Es ist Pflanzzeit. Wie gesagt, die Eisheiligen sind vorbei, die Gurken können in die Erde, die Bohnen können in die Erde, die Paprika werden gepflanzt, die Tomaten werden gepflanzt und alles andere. Mit. Und wie hieß das früher mal? Das kennst du auch noch, den Spruch. Ist der Mai kühl und nass, füllst den Bauer Bauer Scheu und und Fass. Fass. Ja? Genau, ich So. kenne das auch Und da noch. sind wir jetzt so mittendrin dabei. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Der eine macht so, der andere macht so. Die Gurken aussehen oder pflanzen. So, Yes. nun habe ich hier zwei Samentütchen von Gurken. Ja. Das ist eine alte DDR-Sorte, Vorgebirgstrauben. Okay. Die können so ins Freiland, in die Erde. Das ist so ein kleiner Massenträger. Die werden so, das sind solche kleineren Einlegegurken oder so. Einleger sind Schauen wir das, uns ja. mal So. Einlegegurken Und hier habe ich mal eine andere Sorte, die kenne ich noch nicht. Freilandgurken Swing. Bitterstoffrei, ertragreich, wird probiert. Und die möchte ich mal nicht jetzt gleich sofort ins Freiland setzen, sondern ich habe hier ein paar Töpfchen vorbereitet. Das füllen wir noch auf mit Erde. Ja, was ist es für Erde? Es ist. Ja, ist das jetzt normal? Also jetzt sage ich ganz einfach mal stinknormale Erde, die du überall jetzt zu kaufen kriegst, oder ist es Gemüseerde, reine weg Gemüseerde, wenn Es ich ist jetzt ein reingreife? Mischmasch Okay. aus dem Garten. Ja. Und der andere Teil, das sind in etwa 50-50, ist reine Komposterde von der Deponie in Nismar. Gibt es auch, kann man auch mitnehmen, käuflich erwerben, kosten drei Heidelbeerfänge auf Deutsch gesagt, im Wertstoffhof in Zeitz und wahrscheinlich auch in Weißenfels und Ja, in den anderen, okay. in Naumburg und den anderen Gebieten, wo es sowas gibt. Das ist gedämpfte, die ist gedämpft mit 60 Grad Celsius, da geht vieles kaputt. Was nicht kaputt geht, das sind die Queckenwurzeln von den Hartgräsern. Ja. Gut, die liest du sowieso aus, wenn du da was findest. Ja. Aber das ist eine leichte, trockene Erde, die verwende ich sehr gern, bevor ich mir irgendwo in einem Baumarkt was Totgekochtes kaufe. Nehme ich lieber die und mische die mit Gartenerde. Und da ist Okay. jetzt ein bisschen, was du da so an weißen Flocken siehst, eventuell auch hier. Das ist ein bisschen Dünger. Und zwar ist das nicht Urgesteinsmehl, sondern Herrschaftszeiten. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ist nicht schlimm, fällt dir nachher bestimmt noch ein. Ja. Aber ich kann dann gleich mal fragen. Es ist aber jetzt nicht falsch, wenn ich im Supermarkt oder im Baumarkt Erde kaufe und dann mache ich auch nichts weiter. Nicht unbedingt. Ach so. Also es gibt dort schon Abstufungen. Also wenn da steht Spezialerde für Kakteen, sollte Gut, ich sie ja. nicht unbedingt für einen Garten verwenden, weil die hat eine bestimmte Spezifik im Inhaltsbereich. Ja, das ist das gleiche wie bei Orchideenerde. Ja. Aber ich meinte jetzt für Gemüse, was wir hier jetzt gerade gucken, da ist es Ich eigentlich nicht mische so. das sowieso immer. Da spielt das bei Genau, mir keine Rolle. keine Wenn Rolle. ich da mal einen Beutel Blumenerde habe, verwende ich das mal und Ja, mische das mit der okay. Erde, was ich habe. So reines verwende ich persönlich nicht. Ich bin immer ein Freund, ich bin experimentierfreudig und ich mische auch. Und Okay. das ist bei mir dann immer auch das, wo ich was ernten will. Und jetzt willst du hier, oder jetzt wollen wir hier aussehen. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt füllen wir die Töpfchen mal noch ein bisschen mit Erde auf. Das Na, wolltest du ich machen. mache das. Du Du wolltest sagst dir mir die zum Hände Schluss, dreckig und ich machen. mache mir jetzt hier die Hände schmutzig. Jawohl. Ich brauche hier keine kleine Schippe. So, das reicht. Warte mal, hier ist mir zu fest. So. Ja.
immer neid damit. Alles gut. Na, nicht, dass wir am nächsten Mal kommen und du sagst, du hast den Fall. Das hast du nicht richtig gemacht, jetzt wächst hier nichts. Das gibt's nicht. Hornspäne ist das Weiße. Das habe ich jetzt vorhin noch. Ja, das habe ich vorhin noch ein bisschen. Nein, gemischt. Macht nicht, reicht. So. Noch ein bisschen was. Ja. Dann sind wir fertig. Okay. So. Gut, schick. Hast du fein gemacht. So, jetzt reißen wir das Tütchen mal auf. Ja. Und nehmen mal hier. Das ist dann so das Samentütchen. Da sind ein paar kleine Dinger drin. Mhm. So, ich gucke jetzt nicht großartig hier hinten drauf, weil ich das schon intus habe. Aber wer anfängt, möge sich das bitte mal zu Gemüte führen, mal kurz durchlesen, damit er die Abläufe, die da passieren sollen, ein bisschen intus hat. Also wir reißen das jetzt mal hier auf. Hier sehen wir es auch, wie viel da drin ist. Es wird immer weniger. Die Kosten werden immer mehr. So, dann nehmen wir das hier ein bisschen auf der Hand. So, jetzt gucken wir mal hier kurz durch. Ja. Und da werden wir erst mal sagen, okay, die Gefäße, die wir haben, überall drei Kerneln. Okay. So, okay. Und jetzt kommt ganz fein verstreut ein bisschen was drauf. So, ein Zentimeter. So, mehr nicht. Nehm dann auch das Feine. Ja. Soll so sein. Keine großen sind. Hm. Warte, ich mach mal noch ein kleines bisschen hier drauf. So. Du hast dir die Finger schmutzig gemacht. Ja. Klasse. So, jetzt drücken wir das hier ein kleines bisschen an. Ja. Bloß mal so ein bisschen mit den Handrücken. Mhm. So, fertig. Okay. Ja. So, das wird dann ein bisschen angefeuchtet. Ja. Feucht muss es sein, sonst wird nichts. Wie lange dauert das jetzt eigentlich? Das müsste ja. Also ich bis, jetzt, bis man sieht, okay. Hier kommt was. Nach reichlich einer Woche sollten die ersten kleinen Spitzen rauskommen. Und ich denke mal, so innerhalb von den nächsten drei Wochen ist es dann so, dass wir das alles nehmen können und können das im Abstand. Wenn ich jetzt mal sage, ein Beet von dieser Tischgröße, dann ist das gerade richtig. Du nimmst dann, wenn die gucken, wenn die eine bestimmte Größe haben, raus außen und vereinzelst die dann? Nee, nicht, die lasse ich in der Gruppe. Die ach, die lässt du so? Die lasse ich in der Gruppe, so wie sie sind. Die nehme ich noch hier raus. Habe ich bestimmt einen Fehler gemacht, ne? Nein. Ich habe es probiert und habe dann... Sowohl als auch. Ich habe jede Pflanze einzeln. Ja, das musst du... Ins Hoch, in den Mini-Hochbeet. Ja, das ist was anderes, Hochbeet. Also. Wenn du es in Freiland setzt, ich rede jetzt vom Freiland. Entschuldigung. Okay. Ja. Ja, nicht Hochbeet. Hochbeet würde ich es wieder etwas anders machen. Da gebe ich dir recht, da kann man das einzeln. Weil Hochbeet hat einen anderen Charakter. Okay. Mhm. Ja, nee, das war vielleicht auch für die Zuschauer ganz richtig vereinzelt. Da passiert, mal so. Da passiert gar nichts. Aber dann, wenn du das in so einen Kübel setzt oder in so eine Meierbutte, dann bitte schön immer wieder Nährstoffe zuführen. Das ist ganz wichtig und am besten ist Flüssigdünger. Es gibt von verschiedenen Firmen in den Baumärkten, gibt es flüssige Gemüsevolldünger. Sowas würde ich oder nehme ich aus der Erfahrung und das sagen auch die Fachleute. Mhm. Ja, okay. Jetzt sehe ich hier, also jetzt haben wir das nun heute, wie gesagt, aus der Not heraus mal so gemacht, Regenvariante. Und wenn ich jetzt zu meiner Rechten schaue, sind schon vorgezogene, sage ich jetzt mal, Pflanzen. So sieht das Ganze aus. Jetzt hilf mir mal. Ich meine, ich sehe, dass hier Petersilie ist. Ich sehe, dass hier Dill ist. Aber jetzt hört es. Jetzt müssen wir das Schildchen irgendwie nehmen. Jetzt, das ist das, was ich beim letzten Mal angekündigt habe. Was wir pflanzen wollten, ist tatsächlich am 14. Mai gekommen, hatte ich bei Christensen bestellt. Mhm. Das sind 80 Blumenpflanzen und 80 Gemüsepflanzen. Mhm. Die sind gekommen, die habe ich ein bisschen, so wie es auch gewünscht ist und vorgeschlagen wird, noch ein bisschen geschützt gestellt, nicht gleich ins Freiland. Mhm. So, jetzt ist es aber soweit, die haben sich soweit stabilisiert. Die gehen jetzt ins Freiland. Das ist das, was wir heute eigentlich mitmachen wollten. Was wir machen wollten, so, sag mal, wenn ich die, wenn ich jetzt sowas einsetze, nur haben wir es manchmal doch recht stürmisch. Also wir hatten jetzt immer sehr, sehr viel Wind. Und wenn ich mir dieses kleine, dünne Pflänzchen angucke, das macht dann Wiesen und das war's. Nein? Nö.
Setze ich die tiefer jetzt? Oder so wie sie hier sind. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, einfach mal so, kriege ich es? Nee, ich kriege es nicht. So in dieser Höhe setze ich das in die Erde ein. Und setze das auch immer schön, wie Blumen hier zum Beispiel, die setze ich immer so ein bisschen in den Trempel. Dass die, dass nicht eine Blume einzeln steht, sondern dass das immer ein bisschen eine Gruppe ist. Ja. Na, ich habe nur gedacht, wenn so starker Winter, wenn ich diese dünnen Pflänzchen sehe, dass man sie vielleicht tiefer setzt, also deshalb, wegbrechen. Deshalb sollst du die ja noch ein bisschen schützen und nicht, die kommen aus dem Zelt, und da ist es warm, das ist stabil und deshalb mal noch 3-4 Tage zur Gewöhnung und dann rein ins Freiland. Wilfried, es war heute anders geplant. Ja. Aber ich denke mal, wir konnten schon Hinweise geben. Wir haben was draus gemacht. Wir haben was draus gemacht. Wenn wir das nächste Mal, wir haben im Juni, wollen wir uns ja wiedersehen. Ja. Da geht es ein bisschen unter anderem Tomaten, nehmen wir uns da mal schon mal vor. Und dann schauen wir ganz einfach. Und das versprechen wir den Zuschauern. Mal gucken, was aus deinen ganzen Pflanzen kommt. Auf jeden Fall. Ich meine, du bist neugierig und ich bin auch neugierig, wie sich das alles entwickelt. Ja, Wilfried, ich bedanke mich, dass wir diese Notvariante heute gefunden haben und dann dazu entschlossen haben. Es zieht sich schon wieder zu. Es ist aber nicht kalt, so wie in der ersten Sendung. Nein, stimmt. So kalt ist es nicht. Es ist noch ganz angenehm. Ja, dann danken wir dir heute für diesen kleinen Ratgeber, den wir jetzt, wie gesagt, erstmal wenigstens ein bisschen was den Zuschauern jetzt sagen können. Und sie sind ja schon schön, ich finde die so süß. Und dann schauen wir. Es tut mir nur leid, dass du jetzt ganz alleine stehst. Ich hätte dir so gerne geholfen beim Auspflanzen. Alles klar? Das schön hin. Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Gut, dann viel Spaß dabei und wir sehen uns dann im Juni wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau.